Und nun der Director's Cut von Charlie und die Schokoladenfabrik aus dem Jahre 1971. Charlie? Vergiss nicht, wie es dem Jungen erging, der alles bekam, was er sich gewünscht hat. Wie? Er wurde ein sehr glücklicher Junge. Aber er musste es sich verdienen. Zwinker, zwinker. Tu es, Charlie. Ich will nicht wieder zu viert in einem Bett schlafen müssen. Scheiße, ich tu es auch, wenn Sie wollen. Nein, es muss ein Kind sein. Oder ich mach wieder meinen alten Job als der Typ, der am Ende einer romantischen Komödie zum Flughafen rast. Taxi! Taxi! Hey, sind Sie verrückt? Verrückt vor Liebe! Die unglaublichste Frau, die ich je kennengelernt habe, steigt in 5 Minuten ins Flugzeug! Rein mit Ihnen! Was zum Teufel soll das werden? Der Bursche ist verliebt! Ist sie es wert? So eine trifft man nur einmal im Leben! Wir werden sie eskortieren! Gratis. Letzter Aufruf für Ashleys Flug in das spießige College in New England. Letzter Aufruf. Moment, Moment. Immer langsam, Junge. Warum so eilig? Ich möchte zur Liebe meines Lebens. Alarmcode Romeo. Ich wiederhole. Alarmcode Romeo. Wenn Sie es noch schaffen, lasse ich einen extra 50er sprengen. Ich liebe diesen Job. I get no time. Oh. Ashley, warte! Dafür verzichte ich gern auf alle lukrativen Fahrten während der Rush-Hour. Chris, du bist gekommen. Oh mein Gott, ich hol meine Oma. Chris? Ashley, ich liebe dich. Oh, ihr ekelt euch vor mir? Ihr habt doch $19 für einen Billigflug bezahlt. Mehr ist dafür nicht drin. Ein tolles Publikum. Viel Spaß da oben. Ich gehe in meinen Van und verfütter die Biester an sich selber. Okay, Kinder, wenn wir uns jetzt alle die kleinen Schlangenhände gewaschen haben, gibt es lustige Musik für... Nicht auf das Schiff klettern! Okay, und jetzt begrüßen wir Rotshirt, Blauschirt. Hallo, wir sind Rotshirt, Blauschirt und diesen Song nennen wir Mamis und Daddys Zimmer. Und mit dem könnt ihr sicher alle was anfangen. Du legst dich in dein Bettchen rein und sagst dem Mond gut Nacht. Und schläfst nicht, weil's im Zimmer von Mami und Daddy kracht. Oh, Daddy sagt bitte, Mami sagt nö. Daddy sagt los jetzt, Mami, herrje. Daddy macht ah, Mami tut's weh. Daddy sagt fertig, Mami sagt oh je. Daddy dreht sich um und schläft gleich ein. Mami trinkt im Dunkeln Wein. Aber das ist schon in Ordnung. Ich feiere allein nach guter alter Hundetradition. Ja! Finde ich super! Das macht mir sehr viel Spaß! Hey! Oh hey! Macht Spaß, oder? Und wie? Hab auch Spaß. Und mit einer Ex zu arbeiten ist schwierig. Frag mal Kermit und Miss Piggy. Wie geht's Ihnen, Miss Piggy? Sie haben sich gestern krank gemeldet. Ja, ich hatte einen Frosch im Hals. Stimmt's, Kermit? Ja, stimmt's. Bitte hör auf zu trinken. Es ist schwer zu glauben, dass Brian mich hintergehen würde. Er war für mich da, als ich voll am Arsch war. Siehst du, Brian? Jetzt war ich voll am Arsch. Danke, dass du zugesehen hast. Verschwinde, wir wollen gleich Chardonnay trinken. Das ist der beste Job aller Zeiten. Dabei hätte ich beinahe den Pop-Up-Restaurant-Job angenommen. Hi, haben Sie Hunger? Ich weiß nicht, ob du es bedacht hast, aber Stewie wird nicht mehr lange ein süßes Baby sein. Da hast du wohl recht. Würde mich nicht wundern, wenn er bald wie eine exakte Kreuzung aus Lois und Peter aussieht. Lebensmittel.